So, dann grüße ich jetzt auch die Leute auf YouTube dazu. Wir machen den Eremiten. Da habe ich sogar schon alles fertig gemacht. Mit was starte ich? Mit X starte ich. Man merkt, ich habe 2 Wochen wieder nicht gespielt. More time alone than any hermit could imagine. In truth, it is only your ignorance that leaves these cards occupied by such commoners. Now we seek a man who does not wish to be found. Yet without him, your quest is impossible. Oh, entsetzlich, du drehst dich überrascht zu meiner Eclipse um, doch er hatte nichts gesagt. Ein General des Kaiserreichs mit beeindruckendem Federschmuck auf seinem Helm nähert sich dir. Eine große Kompanie Soldaten des Kaiserreichs hat sich hinter ihm aufgereiht. Entsetzlich, nicht dieser widerspenstige Magierabschaum, der das Land besudelt. Ihr und euer Knappe, sein Blick schweift zu meiner Eclipse, solltet gehen. In dieser zugefrorenen Einöde hat das gemeine Volk nichts zu suchen. Der Boden unter euren Füßen verändert sich und die Schneestürme reißen euch eure Haut in Stücke. Er macht eine Bewegung, woraufhin seine Truppen sich in kleine Gruppen aufteilen und sich in das Ödland aufmachen. Er wendet sich von dir ab, verneigt sich tief, bevor er der letzten Gruppe folgt. Habt keine Angst, Bürger. Dieser Magier wird mit der Klinge der Gerechtigkeit des Kaiserreichs Bekanntschaft machen. Ich frage mal Maleclipse. Maleclipse klatscht freudig in die Hände. Dieser Remit zählt zu meinen persönlichen Helden. Er reiht sich mit dieser Katze ein, die ich mal gesehen habe. Sie hat einer schlafenden Wache ein süßes Brötchen gestohlen. Er macht eine Bewegung, woraufhin... Maleclipse starrt vor sich hin, während die Truppen im kalten Nebel verschwinden. Ich schätze, wir müssen diesen armen Eremiten entgegen besserer Einsicht warnen, bevor er entdeckt wird. Okay, Schneesturm. Es gibt kein Anzeichen dafür. Doch plötzlich bricht ein Schneesturm aus dem Norden über dich herein. Der fallende Schnee peitscht dir ins Gesicht. Er fühlt sich wie 1000 Nadelstiche... Er fühlt sich an wie 1000 Nadelstiche und nimmt dir die Sicht. Du schleppst dich weiter auf der Suche nach Schutz. Der Sturm fegt durch den Wald und löscht deine Spuren aus. Das Kaiserreich fällt 4 Tage zurück. Ja, ich habe keine Ahnung. Bist du aktiv am Gucken oder bist du nur passiv am Gucken? Weil sonst ist, glaube ich, gerade kein anderer da. Eher passiv, dann nehme ich den grottigen Fehlschlag. Ja, ich hätte was anderes nehmen sollen. Folge dem Goblin. Ah ja, der Goblin. Diesmal folgen wir dem und nehmen alles mit. Aber die Fallen haben eine riesige Cooldown, bevor die losgehen. Weil ich kann ja 10-mal auslösen. Hier drüben überhaupt noch was? Ne, hier ist gar nichts mehr. Ah. Okay, dann hätte ich mir da auch das Leben sparen können. Die Kiste habe ich geplündert. Da hinten ist noch eine Kiste, die geplündert werden will. Glaube ich, dass die noch... Dass die schon... Ja, genau. So, alle anderen Kisten habe ich geplündert. Oh. So, ich habe, glaube ich, alles mitgenommen.
Ich hoffe es. Du trittst aus dem glühenden Tor und findest dich mehr oder weniger am gleichen Ort wie zuvor. Ein paar Schritte von dir entfernt steht Malaklypse und winkt dir verwirrt zu. Das Rascheln von Blättern verrät, dass der Goblin tief in den Wald flieht. Folge dem Goblin. Okay, das Problem ist, darüber zu kommen, wird nicht ganz so einfach werden. Naja, hier ist noch ein Schneesturm. Es gibt kein Anzeichen dafür, dass plötzlich... Ja, jetzt bricht der Schneesturm über uns herein. Ich glaube, es ist das hier. Ja, großer Erfolg. Halbblind fällst du durch ein Gestrüpp in eine verborgene Höhle unter einem Felsen. Der perfekte Unterschlupf, um dem Sturm zu entgehen. Könnte aber langsam echt ein wenig Essen gebrauchen. Ibets Hütte. Als du zu Yvonnes Hütte zurückkehrst, öffnet sie dir nicht die Tür. Eine Dame, die Yvonne ähnelt, stellt sich knapp als Yvonnes Schwester Yvette vor. Yvonne und ihr Baby sind nirgends zu sehen. Sie bietet dir Kartoffeln und Pasteten an und verstreut etwas Sonnenschimmerblumen darüber. Das verbessert den Geschmack. Als du in die Pastete beißt, explodieren die süßen Aromen der Blüte geradezu in deinem Mund. Dann siehst du es, deine Hände beginnen vor deinen Augen zu altern. Oh. Konsumierst die doppelte Menge an Nahrung, geil. Yvette lacht, na, das wird euch lehren, euch mit meiner furchtbaren Schwester anzufreunden. Bevor du irgendwas tun kannst, schiebt sie dich aus der Tür und... Also schiebt sich aus der Hütte und verriegelt die Tür. Du siehst ein Schild direkt vor dem Wasserfall. Wasserfall der Jugend. Äußerst gefährlich. Fernbleiben. Ich steige ins Wasser. Fisch? Welches? Ich glaube, es ist die 3. Oder anderer Zuschauer, den ich jetzt gerade nicht angucken kann. Aber anderer Zuschauer. Der auch ruhig Hallo sagen darf. Und mir sagen darf, welche Karte er glaubt, dass es ist. Die 1. Oh, ein Erfolg. Danke, Fisch. Du kneifst die Augen zusammen und siehst durch das Wasser hinter dem Wasserfall. Was? Und siehst, dass das Wasser hinter dem Wasserfall viel ruhiger ist als der rauschende Fluss. Du wartest hinüber, duckst dich unter dem Wasserfall hindurch. Als du deine runzligen Hände in das Wasser tauchst, werden sie glatt und geschmeidig. So umgeben von zarten, gelben Sommerblumen erfüllt dich das Gefühl des Friedens. Bis du hinter dir die Schreie eines Säuglings hörst, die dich aufschrecken lassen. Im äußersten Winkel der feuchten Höhle findest du ein Baby in einer großen hölzernen Truhe. Das Baby trägt ein Amulett, das dich an jenes erinnert, das Yvonne trug. Du zählst 1:1 zusammen. Du zählst 1:1 zusammen, pflückst ein 2 kleinen Sonnenschirmblumen und lässt einige Blütenblätter in den glückseligen Mund des Babys fallen. Das Baby altert langsam. Ehe du dich versiehst, klettert eine erschöpfte und etwas ältere Yvonne aus dem Korb und bedeckt ihre Blöße mit einem Tuch. Yvette war als Baby viel netter. Ich danke euch. Ich denke nicht, dass sie mich für immer hier lassen wollte. Vielleicht nur über Nacht. Dieses Wasser kann nicht von diesem Ort entfernt werden, ohne dass es seine magischen Eigenschaften verliert. Es sei denn in einem Fläschchen Zitrin. Kommt später zu uns. Und ich bedanke mich... bei euch mit einem eben solchen Fläschchen. Nicely done. Ich habe immer eine Marke. Oh, tiefer hinein. In order to guide the rest of their forces. Fortunately, you too can follow. Du findest einen Baum, in den eine seltsame Markierung eingeritzt wurde. Ist das ein Schild, das in die Richtung des Eremiten weist? Der saubere Schnee wird durch Fußspuren entstellt. Das Kaiserreich muss dir voraus sein. Das Kaiserreich rückt 4 Tage näher. Da du nicht weißt, was du tun sollst, gehst du weiter. Ja, ich habe dummerweise kein Essen mehr. Eine riskante Chance. Tief im Wald hörst du undeutliche Stimmen, die vom Wind irgendwo aus Osten zu dir getragen werden. Gibst Malaklypse ein Zeichen, zurückzubleiben, bevor du dich den Stimmen vorsichtig näherst. Du erspähst eine kleine Gruppe Soldaten des Kaiserreichs, die sich einen Augenblick von ihrer eifrigen Verbrecherjagd aussucht.
Im Gestrüpp des Nebels erwägst du deine Optionen. Verdeckt bleiben oder davon schleichen? Ich bleib verdeckt. The pendulum is ever changing. Geil. The challenges it presents change too. Ein Soldat pfeift und setzt sich hin. Gut, dass der General daran gedacht hat, uns diese Schilde zu geben. Ohne sie würden wir geradewegs in Schneestürmen und die Arme dieses verfluchten Wichtels laufen. Du erblickst einen glänzenden Schild, der an einem Felsen lehnt. Gerade so in greifbarer Nähe deines Verstecks. Ist das der verzauberte Schild, den der Soldat erwähnt hat? Zu deinem Missfallen setzt sich ein Soldat, der versucht, seine übervolle Schüssel Eintopf nicht überschwappen zu lassen, vor dein Versteck. Versucht, den Schild zu stehlen. Das war nix. Poorly done. Du greifst nervös nach dem Schild. Der Soldat sucht eine bequemere Sitzposition und setzt sich dabei fast auf deine Hand. Leider nähert sich ein anderer Soldat und die beiden beginnen eine angeregte Unterhaltung zu ihren Plänen am Kalastag. Ich versuch's nochmal. Kennen wir. Plötzlich gibt eine barsche Stimme den Befehl zum Ausrücken. Du atmest erleichtert auf, als die letzten Soldaten sich stapfend von deinem Versteck entfernen. Okay. Ja. Der Goblin ist ein kleines Stück voraus. Er sieht sich um und als er merkt, dass du ihn immer noch verfolgst, ruft er frustriert: Lass mich in Ruhe, neugieriger Mensch. Der wehmütige Klang seines Horns schallt durch den Wald. Du biegst um eine Ecke und erblickst ein weiteres Portal. Der Goblin ist nirgendwo zu sehen. Ich springe in das Portal. Auch aus Selbstschutz, weil es kann sein, dass ich hier in dem Ding auch essen. Ja, da vorne sehe ich nämlich Nahrung. So, jetzt haben wir nämlich schon zwei Nahrung wieder. Allein dafür hat es sich nämlich schon gelohnt, dass wir das machen. Klar, das Gold will ich auch alles haben. Au. Ah, hier ist der Ausgang, aber da hinten ist noch eine Goldtruhe. Nehme ich auch mit. Beim Zweifelsfall kann ich damit dann wieder Heilung oder irgendwas kaufen oder irgendwelche Gegenstände. So, da drüben war nichts mehr. Hier ist auch nichts. Tut mir leid, dass die Kamerafahrt jetzt gerade so ein bisschen komisch ist, aber es geht nicht anders. Okay. Das war dumm, aber ich bin hängen geblieben. Na, es springt nicht immer so, wie ich das möchte, leider. So, du kommst mit dem Gesicht in einem Laubhaufen liegend wieder zu dir, als Malaklips dich wachschüttelt. Du bist noch leicht benommen, vernimmst aber zu deiner Rechten das ferne Klimpern von Münzen. Du entdeckst den Goblin gerade, als er durch ein anderes Portal eilt. Ich folge ihm weiter. Ich will jetzt diese Münze haben. Den Eremit müssen wir nicht beim ersten Mal schaffen. Wie gesagt, die Dinger, die sind harmlos. Die hier haben so einen kurzen Schwingkreis. Die finde ich tatsächlich verhältnismäßig anstrengend. Goldkiste. Nahrungsmittel. Sehr schön. Habe ich die Nahrungsmittelkiste da vorne mitgenommen?
glaub, die habe ich vergessen. Nein, ich habe sie mitgenommen, okay. So, damit ich nicht später noch auf die Falle trete. Ah. Au. Stattdessen renne ich da in die Falle rein. Hammer. Hammer, ich glaube, jetzt haben wir alles. Ja, da muss man gucken, dass das Ding richtig steht. Sonst kommt man da ganz schlecht durch. Ja, es bleibt aber nicht richtig stehen. Gemein. Aber macht nichts. Ja, 6 Nahrung wieder. Als du diesmal durch das glühende Tor trittst, kommst du direkt hinter Malaklypse wieder heraus und rempelst ihn um. Als ihr beide zu Boden geht, siehst du, wie der gerissene Goblin über der Kuppe des Hügels verschwindet. Okay, das heißt, ich muss jetzt da wieder rüberlatschen. Aber ist ja kein Problem, ich kann ja Weg sparen. Oh nein, jeder Schritt kostet mich. Als auf eurer Reise ins Unterseits beginnt Malaklypses Zustand sich schnell zu verschlechtern. Oft muss er Pausen einlegen und anstatt wie sonst ununterbrochen zu plaudern oder auf der Laute zu spielen, schweigt er mit düsterem Gesichtsausdruck. Endlich erreicht er den vertrauten steinernen Eingang am See. Doch diesmal steht die Tür weit offen. Und der bebrillte Oger, der sie bewacht, liegt in einer Pfütze seines eigenen Blutes auf dem Boden. Der Oger haucht: Verschwindet! Hab doch keine Angst vor ein paar Schädeln. Okay, Malaklypse hat den einen noch erledigt. Stehen halt so lange auf, bis man sie ganz kaputt gemacht hat oder wenn man so eine Granate hat. Gut gemacht, eine Frau in Robe mit einer Knochenkette biegt um die Ecke. Eine Nekromantin. Ihr müsst Malaklypse sein, begleitet von diesem Söldner, von dem ihr erzählt wurde. Spöttisch verneigt sie sich. Seid ihr gekommen, um mich davon abzuhalten, diese armen Tölpel auszulöschen, die noch in diesem Loch hausen? Ich frag, wer sie ist. Sie gibt ein kühles, freudloses Lachen von sich. Viele würden sagen, ich bin ein Niemand. Ich bin nur eine Auftragsmörderin. Okay. Wer hat dich geschickt? Na, das Kaiserreich natürlich. Die Nekromantin tritt vor und spielt mit ihrer Knochenhalskette. Dachtet ihr wirklich, ihr könntet in eine Festung des Kaiserreichs spazieren und diese wertvollen Magierkinder mitnehmen, ohne dass es jemandem auffällt? Auf eure Köpfe wurde ein beachtliches Kopfgeld ausgesetzt, ganz zu schweigen von dem Kopfgeld auf Magier im Allgemeinen. Sobald ich also eure Kopfgelder gesammelt habe, werde ich in dieses kümmerliche Loch namens... Werde ich in dieses kümmerliche Loch namens Unterseits hinuntersteigen und jeden einzelnen Magier erledigen. Und warum will sie jetzt diejenigen töten, die sich im Unterseits verstecken? Spürt ihr nicht, wie der Wind sich derzeit sich dreht, Malaklypse vom Tal? Die Seherin berichtete davon. Ich möchte nicht auf der falschen Seite der Geschichte stehen, ihr etwa? Malaklypse verzieht das Gesicht.
Na, ihr seid es, die auf der falschen Seite steht, Schwester. Die Nekromantin lächelt, womöglich. Und nun, sie hebt ihren Stab. Der Kaiser hat mir den Knochenstab der Echsenmenschen nicht geschenkt, damit ich hier oben meine Zeit mit euch verschwende, während ich dort unten sein und das Blut von meinesgleichen vergießen könnte. Die Nekromantin hebt ihre Arme und eine Horde Untoter kriecht aus dem Erdboden hervor. Oh, der Stab der Echsenmenschen. Die sind ja im ersten Teil, haben wir die ja ausgelöscht. Aber offenbar sind ihre magischen Artefakte noch übrig geblieben. Die Nekromanten schwelgen in dem Chaos, in welches das Land immer weiter verfällt. Nutze den Stoß, um ihre grauenhafte Rüstung zu durchbrechen. Das Skelett wollte ich jetzt nicht unbedingt treffen. Ich finde, die dürften sich ruhig gegenseitig in die Luft jagen. Ah, das ist die grauenhafte Rüstung. Du belebst mir hier nicht alle wieder. Meine Eclipse, ich könnte ein Schutzschild gebrauchen. Gerade nicht auf Lager oder was? So. Schluss mit der Nekromantie. Plötzlich krümmt sich Maler Klypso vor Schmerzen und packt seine Schulter. Eira, das Heilmittel. Du musst Maler Klypso fast schon tragen, als ihr es durch den steinernen Eingang ins Unterseits schafft. Er spuckt Blut. Ihr seid nur ein paar Schritte von dem Tunnel getaumelt, als ihr auf Eira stoßt. Sie sieht Malaklypse in diesem Zustand und versteht die Lage sofort. Malaklypse ist käseweiß und seine Augen werden langsam blutunterlaufen. Eira, bitte den Trank. Sie schluchzt auf. Oh, Mal, ich hab dich angelogen. Malaklypse sieht sie entsetzt an, während Blut aus seinen Mundwinkeln rinnt. Was sagst du da? Sie hebt eine Hand an sein Gesicht, als wären sie Geliebte. Die einzige Heilung ist eine Amputation. Der Arm ist vollständig infiziert. Wir müssen ihn abtrennen. Malaklypse bricht nun vor Schmerzen in Schweiß aus. Er reißt sein Hemd auf und zeigt seinen Arm, der vollständig von Verderbnis befallen ist. Im nächsten Moment fällt er in Ohnmacht. Die violetten, edelsteinartigen Geschwüre der Verderbnis breiten sich schneller und schneller aus. Eira holt einen gebogenen Dolch, um den sich silbernes Licht windet, aus der Scheide an ihrem Gürtel und überreicht ihn dir. Uns bleibt keine Zeit. Ich muss den Trank zur Blutbindung holen, sonst wird er verbluten. Nicht stolpern. Wenn die Verderbnis seinen Nacken erreicht, ist er verloren. Dann eilt Eira herab ins Unterseits. Du musst die infizierten Gliedmaße abtrennen. Die Verderbnis breitet sich rasch über seinen Ellenbogen aus. Die schnelle Ausbreitung verursacht ein brutzelndes Geräusch. Ich hab's getroffen. Einen schönen Sonntag von Sly, Dabbo und mir. Auch einen schönen Sonntag an euch drei.
Du stichst mit dem Dolch zu und er macht einen sauberen Schnitt. Womöglich, weil Aira ihre Magie darauf gewirkt hat. Also womöglich, weil Aira ihre Magie darauf gewirkt hat. Malaklipse gibt weiterhin kein Lebenszeichen von sich. Dein Magen rutscht dir in die Knie, während du verzweifelst, versuchst die Blutung zu stillen. Du stellst erleichtert fest, dass Aira bereits mit dem Trank zur Blutbindung durch den Tunnel zu euch läuft. Als er Tage, Heiltränke und Einsatz von... Als er Tage, Heiltränke und Einsätze von Magie später sein Bewusstsein wiedererlangt, bittet er sofort krächzend um Wein. Als es ihm gut genug geht, alles dank eigener Magie, die mit Hilfe von Airas und deinem Blut, Silberstaub und seltsamen Metallen gewirkt wurde, erhält Malaklipse einen neuen Arm. Der Arm leuchtet hellgrün und ist seltsam durchscheinend. Malaklipse beugt seinen neuen Arm mit einem seltsamen, traurigen Gesichtsausdruck. Nun, den Göttern sei Dank, dass das Kaiserreich derzeit nicht versucht, alle Magier zu töten, sonst wäre dies ein ziemliches Signalfeuer für sie. Nach einigen weiteren Tagen stapft ihr beide den Tunnel empor zur Oberfläche, beladen mit Wein und den widerwärtigen Küchlein aus Höhlenbeeren, die überall im Unterseits üppig wachsen. Während ihr weitergeht, schweigt Malaklipse. Ich frage ihn nach seinem Arm. Malaklipse beugt seinen neuen, glühenden Arm. Er fühlt sich steif an und manchmal prickelt er schmerzhaft. Ich frage ihn nach der Verderbnis. Er verzieht das Gesicht. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Es gab einen Plan, den einige Verzweifelte ausgeheckt hatten, um das Königreich daran zu hindern, uns alle auszumerzen, aber er ging nach hinten los. Und zwar schlimm. Diejenigen von uns, die nicht starben, wurden angesteckt und er scheint sich davon abzuhalten, dir etwas zu sagen und klopft dir stattdessen auf den Rücken. Wenn ihr älter seid, werde ich euch den Rest der Geschichte erzählen. Die haben mit der Magie diese Seuche freigesetzt. Also im Kaiserreich? Wenn es wahr ist, dass das Kaiserreich mit Magiern verkehrt, um andere Magier auszulöschen, ist das ein ganz schön fehlerhafter und doch furchteinflößender Plan. Es könnte allerdings auch alles Stuss sein. Es ist weithin bekannt, dass Nekromanten etwas überheblich sind, nicht so bodenständig wie normale Magier wie ich. Und was will er jetzt machen? Ich hätte sterben können, es ist seltsam darüber nachzudenken. Malaklipse lässt seine neue Hand über den Einband eines mächtig aussehenden Zauberbuchs streichen, das Aira ihm geschenkt hat. Da es schwer sein wird, dieses Signalfeuer zu verstecken, schätze ich, dass ich meine Verkleidung als Bade wohl aufgeben kann. Plötzlich kommt ihm ein Gedanke. Außer in Tavernen habt ihr jemals einen Magier erfolgreich eine Wirtin umwerben sehen? Ich jedenfalls nicht. Das heißt, wir haben jetzt die Malaklipse-Sache durch. Die Dame vom See ruft dich an ihr Ufer. Die Wellen des Sees Nivian krachen gegen die Felsen, die ihn umgeben. Okay, wir haben die Waffe bekommen, aber wir können sie noch nicht benutzen. So, keuchen versucht der Goblin sein Horn zu blasen. Es kommt nur ein schwaches Pusten heraus. Verflucht seid ihr! Lasst mich in Frieden! Erschöpft hieft er einen Goldsack in das Portal, bevor er hindurchspringt. Nein, ich jag dich jetzt so lange, bis ich die Marke krieg. Und wenn ich es nicht schaffe, den Eremiten vor dem Kaiserreich zu finden. Ist mir auch egal. Ich glaube auch, ich muss nicht alles mitnehmen. Ich habe jetzt viel Nahrung gespart und viele Tage verbraucht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, warum nicht? So, war hier drüben noch was? Sieht nicht so aus. Hier habe ich alle drei mitgenommen. Ja, dann geht's weiter nach vorne. Au. Warum gehe ich hier nochmal lang? Ich muss hier überhaupt nicht lang. Musste nur hier rüber.
Als du diesmal das glühende Tor passierst, findest du dich in einem prunkvollen Raum wieder. Der dunkle Raum wird von grün-grellenden Laternen beleuchtet, die unheimliche Schatten werfen. Der Goblin ist vor Erschöpfung auf einem Wandteppich zusammengebrochen. Ja, ich nehme Teretas Zorn. Als du in sein Sichtfeld trittst, säuft er auf. Meine Güte, ihr seid hartnäckig. Ich würde euch etwas Dunkeltee anbieten, wenn ihr mich nicht erbarmungslos verfolgt hättet und dann ungebeten in mein Zuhause reingeplatzt wärt. Ich frag, wo genau wir sind. Aus seinem Gesicht macht sich ein boshaftes Grinsen breit. Ihr seid in der Goblinstadt, Mensch. Wo der Himmel aus Stein und die gerösteten Echsen die besten im gesamten Kaiserreich sind. Du wirfst einen Blick aus dem Fenster und dir fällt die Kinnlade herunter. Soweit das Auge reicht, erstreckt sich eine Stadt, die aus Stein gebaut ist. Die aus dem Stein gehauen ist. Eine Stadt in einer gewaltigen, ausgedehnten Höhle. Auf der Straße unter dir findet ein Markt statt, der von denselben unbehaglichen grünen Laternen beleuchtet wird. Die Waren werden von Goblins und verhüllten Gestalten durchsucht. Die riesigen Nagebiester, die als Lasttiere mit... Was? Die riesige Nagetierbiester als Lasttiere mit sich führen. Du hättest schwören können, dass du auch eine einsame kaiserliche Soldatin gesehen hast. Doch schon ist sie in dem Gewühl verschwunden. Als du in sein Sichtfeld trittst, also ja, dann fordere ich mal Geld. Er schiebt dir einen schweren Geldsack herüber. Das verhutzelte Gesicht des Goblins wird noch faltiger, als er unglücklich das Gesicht verzieht. Nehmt das. Als du an dem Geldsack greifst, bläst er in sein Horn und öffnet ein Portal zu deinen Füßen. Versucht bitte das nächste Mal den normalen Weg zur Goblinstadt zu nehmen. Müde winkt er zum Abschied. Dann kriege ich daraus bestimmt die Goblinstadt. Du hast noch einen letzten Blick auf den seltsamen Raum, bevor du hindurchfällst und in dem Wald wieder auftauchst, in dem du aufgebrochen bist. Ich würde jetzt kurz mal lagern. Achso, ich habe die falsche Taste gedrückt. Take a moment to seek warmth. Treibe Handel. Ich möchte gern Nahrung kaufen. Ist nicht viel, aber... Ja, Ausrüstung. Obwohl, Ausrüstung... Ja, so ein Helm wäre eigentlich gar nicht schlecht. Dann koche ich nämlich jetzt mal ordentlich Nahrung und heile mich mal wieder fit. So. Dann breche ich das Lager ab. Tief im Wald hörst du eine undeutliche Stimme, die vom Wald irgendwo aus dem Osten zu... Ja, das wäre das Gleiche. Bleib wieder im Versteck. Den Schild kann ich eh nicht gebrauchen. Ich bleib mal weiter im Versteck. Ah, knapp daneben. Du bekommst einen Krampf im Bein, während du im klammen Dickicht kauerst. Diese Unterhaltung der Soldaten ist völlig uninteressant. Leider nähert sich ein anderer Soldat. Ja, genau. Versuch mal weiter im Versteck zu bleiben. Oh, die Chance ist jetzt... echt nicht hoch und ich treffe sie trotzdem. Nicely timed. Du belaust die Soldaten, die über ein nahegelegenes Wahrzeichen diskutieren. Die versteckten Magier, aha. Plötzlich gibt eine Basisstimme den Befehl, ja. Kennen wir. Und damit decke ich den Winterweg auf, den brauche ich nicht. Du folgst den Schreien und dem Klang von klirrendem Metall und triffst schließlich auf eine Kompanie Soldaten des Kaiserreichs, die Zelte niederreißen und kauernde Magier hinrichten. Das können die doch nicht tun. Ich habe Heretas Zorn und ich werde ihn benutzen.
Gib mir mal ein Schutzschild. Stimmt, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt gar nicht blocken. Okay. Achso, das ist mal Eclipse. Ah doch, ich kann blocken. Zwar nicht so gut wie mit dem Schild, aber blocken. Oh, der Angriff von Heretas Zorn ist mächtig. Schön die Magier in Ruhe lassen. Ich akzeptiere das so nicht. Stattdessen kippe ich mir hier Cola über. Ist viel besser, als das zu akzeptieren. Die Magier sind für dein Einschreiten dankbar. Und dieses Zeltdorf wird von wirbelndem Schnee und Nebel gut versteckt. Du kannst Ressourcen eintauschen oder hier etwas Zeit. Oder ich hier Zeit verbringen. Ich frage erstmal nach dem Eremiten. Eine Magierin zeichnet eine Rune in den Schnee und sagt: Eremit, verzauberte den Wald, um uns zu beschützen. Ich bin mir nicht sicher, wie er das tut. Vielleicht durch Blutmagie? Ja, ich gehe direkt weiter, weil wir haben nicht so viel Zeit. Der Magier zeigt die ungefähre Richtung des Eremiten. Selbst sie sind nicht sicher, wo er sich aufhält. Über den silbernen Fluss, durch die Zwillingseichen. So, Gemischtwarenladen. Nahrung kaufen. Ich habe zum Glück so viel Geld auch durch den Goblin gekriegt. Kann man auch Gesundheit kaufen. Ja, dann kaufe ich nochmal 20 Leben. So, jetzt sind wir fit genug für alles, was kommt. Oder will ich noch Ausrüstung? Nee. Hab, was ich brauche. Könnte hier das Schwert des Soldaten verkaufen. Das brauche ich eh nicht. Ups, nein, ich wollte gehen. Lass uns so. Du findest einen Baum mit einer seltsamen Markierung, die eingeritzt wurde. Das ist ein Schild, das in die Richtung des... Ja, die rücken wieder näher. Ah, wieder ein Schneesturm. Die fallen wieder 4 Tage zurück. Ich glaube, das hier war's. Nein, scheiße. Verletz mich wieder. Aber ich decke wieder was auf. Noch ein Schneesturm. Schneestürme sind nicht schlecht für uns. Weil damit fällt das Kaiserreich immer wieder zurück. Fisch? Nee, sorry Fisch, aber ich... Okay, ich hätte auf dich hören sollen. Ich dachte, ich hätte es gesehen. Tut mir leid, Fisch. Rückkehr zum tödlichen Wald, aber ich habe ja den Ring nicht. 2. Winterweg, du hoffst, dass dein Nahrungsvorräte ausreichen. Auf einer kleinen Lichtung stößt du auf eine weitere Gruppe verbannter Magier. Nach einiger Überzeugungsarbeit beruhigen sie sich etwas. Ich frage weiter nach dem Eremit. Ein unaufmerksamer Magier deutet in die Richtung des Waldes, ohne von seiner Lektüre aufzusehen. Ja, ja, der Eremit ist dort. Er empfängt nicht auf Besuch, aber ich habe ihn ohnehin noch nie gesehen. Der Magier zeigt dir die ungefähre Richtung des Eremiten. Selbst sie sind nicht sicher, wo er sich aufhält. Bleib auf dem Pfad der Hasenglöckchen. Wenn ihr den großen See erreicht, seid ihr nicht zu weit gegangen. Seid ihr zu weit gegangen. Oh Gott, ist das weit. Ein Winterweg, ja. The Empire has made killing mages a core pursuit. Während du durch den Schnee stapfst, hörst du einen Schrei und das Geräusch von Schwertern, die gezogen werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Kampfgeräusche eine weitere Patrouille anlocken.
Verdammt, ich bräuchte noch mehr Schneestürme. Ich habe durch die Goblinjagd zwar viel Essen gewonnen. So. Au. Ja, den Dingern kann ich jetzt nur ausweichen. Die kann ich nicht mehr abwehren. Weil ich kein Schild mehr habe. Ah, super. Ich krieg jetzt Ausrüstung. Einen neuen Helm, den will ich aber nicht. Weil mein Helm deckt die Map auf, das ist viel wichtiger. A creature of confusion, but no malice. Ein kleiner blauer Wichtel taucht plötzlich auf dem Pfad vor dir auf. Er grinst und entblößt dabei einen Mund voller Zähne, die spitz wie Nadeln sind. Ich bin Scharfzahn. Die Kreatur eilt mit ausgestreckten Armen auf dich zu. Du weichst vor seiner überschwänglichen Umarmung zurück. Scharfzahn grinst nur unbeirrt. Ich werde den Wald bewegen. Ja. Wenn das Kaiserreich dafür 10 Tage zurückfällt, nehme ich's. Der Wald zuckt und die Bäume am Horizont bewegen sich hin und her, als ob eine unsichtbare Hand ihre Finger im Spiel hätte. Scharfzahn scheint zufrieden und blickt einfach aus deinem... Was? Und verschwindet einfach aus deinem Blickfeld, während er fröhlich winkt. Ja, das Problem ist, hier bräuchte ich ein Dings, habe ich nicht, einen Segen. Ein Schneesturm wieder. Sehr schön. Kaiserreich fällt wieder 4 Tage zurück. Fisch. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Sag mir, was ich ziehen soll. Wieder die 2. Alles klar. Ein normaler Fehlschlag. Au. Aber dafür decken wir da unten einen weiteren Schneesturm auf. Oh, tiefer hinein, sie kommen näher. Sie kommen nochmal näher. Sie kommen nochmal näher. Ups, da wollte ich nicht lang. Wollte den anderen Weg eigentlich. So, Kaiserreich fällt wieder zurück. Diesmal ziehe ich. Und ich habe einen großen Erfolg. Kontakte im Kaiserreich, das ist mir eigentlich wurscht. Goblin-Vorschuss. Im Turm herrscht Chaos und Soldaten wimmeln umher, während im Hintergrund ein Alarm läutet. Während du zusiehst, springt ein Goblin mit einem prallen Sack aus dem Fenster. Gesichert durch ein behelfsmäßiges Seil. Während seines Abstiegs rudert er mit den Armen und kracht gegen eine Mauer. Oder gegen die Mauer. Die Türen des Schlosses fliegen auf. Wächter versammeln sich unten, bewaffnet und außer sich vor Zorn. Ja. Obwohl du antworten kannst, wirft er den Gegenstand Beutel zu. Hier ist euer Vorschuss, sagt er. Die Wächter stürmen vorwärts. Haltet sie! Sie stecken mit dem Goblin unter einer Decke. Machen wir doch gar nicht. Er hat mir einfach Geld zugeschmissen. So. Der Goblin gehört ja offenbar jetzt zu uns. Dann behandeln wir ihn auch mal so.
Als wir die Rufe von noch mehr Wächtern vernehmen, beschwört der Goblin ein Portal und zehrt euch hindurch. Ihr drei fallt einen unscheinbar endlosen Tunnel aus wirbelnden Sternen herab. I'm not a vain man. You must appreciate that the game, this game has been my focus for more. Tödliche Jagd, das ist das ein Fluch? Ich behalt's mal. Du kannst die Hitze allmählich spüren, als die Sterne zu einem flammenden Wirbelsturm schmelzen. Eine düstere Stimme dröhnt. Ihr hättet niemals herkommen sollen, Sterblicher. Das Portal spuckt euch mitten in der Wüste aus. Tödliche Jagd. Gegner fügen im Kampf 30% mehr Schaden zu. Okay. Euer atemberaubendes Verschwindekunststück ist im Munde aller Stadtbewohner. Ja, das hätte ich aber nicht ziehen sollen. Offenbar. Das ist ein Winterweg, der nützt uns nichts. Oh, die Dame vom See mal wieder. Die rüst sich aber nicht aus. Danke sehr. Sehr gut, wieder ein Schneesturm. Fisch, was sagst du? Wieder zwei? Oder hast du diesmal eine andere Zahl? Ich hätte wahrscheinlich vier genommen. Ich glaube, da ist eine neue 2 dazugekommen. Ja. Nee, die 4 wäre sogar richtig gewesen. Ah, macht nichts, ist bloß ein bisschen Schaden. Eine riskante Chance. Das klingt gut, da möchte ich mich hinbegeben. Warum sollte man etwas anderes nehmen? Weil die 4 richtig war. Die Karten werden gemischt, Fisch. Ich wollte gerade noch den Skill auslösen. Oh, wenn ich die vorher betäube, mache ich deutlich mehr Damage. Muss ich mir mal merken. Gerade mit sowas Coolem wie Heretas Zorn. Ja, nehme ich das Unheil des Winters noch. Aber ich rüste es nicht aus. Ich heile wieder. Krieg wieder Nahrung. Aber das Kaiserreich fällt nicht zurück. Das ist das Problem. Naja, ein metallisches Sohn über deinem Kopf. Ja, das ist wieder dieses... das Ding. Da muss ich jetzt, glaube ich, auch alles mitnehmen. Damit ich da das Symbol krieg. Das hatten wir ja schon mal, aber da habe ich nicht alles mitgenommen. Da habe ich es nicht gekriegt. Au. Ich habe doch jetzt Erfahrung mit diesen komischen Goblin-Tempeln hier. Oh, man könnte meinen, ich würde es jetzt können. Wir haben noch den Mittelweg und hier den linken Weg. Oh. Da noch an die Nahrung dran und jetzt nur noch den Mittelweg. Okay, ich warte. Ja.
Alle Fallen, die ausgelöst sind, können uns nicht mehr wehtun. Au. So. Geschafft. Nee. Persona etwas essbarem tastest du deinen Kartoffelsack herum. Du bist vor, ein halbgegessenes Gebäckstück zu finden. Du suchst deinen Weg aus dem Wald. Oh no. Ich werde das nicht auf Gold kriegen. Der Eremit, doch! Hier, wo der Nebel am dicksten ist, erspähst du ein einsames Zelt auf einer dicken Schneedecke. Durch die Nebelschwaden ertönt eine Stimme. Gut gemacht, ihr habt mich gefunden. Tretet ein. Du betrittst das Zelt. Auf dem Boden brennt eine warme blaue Flamme auf einer Kupferschale. Davon abgesehen gibt es in dem Zelt keine Gegenstände oder Möbel. Ein alter Mann sitzt im Schneidersitz in der Mitte. Der Eremit. Er ist klein, sehr klein. Bunte Kleidung und dickes Moos umgeben seine Schultern und täuschen eine über die zarte Figur des Eremiten hinweg. Er sieht blass und kränklich aus, die Haut spannt über seinen ausgemergelten Gesichtszügen. Seine Augen sind geschlossen, du kannst keine Atmung erkennen. Malaklypse wedelt mit der Hand vor dem Gesicht des Eremiten, aber dieser reagiert nicht. Er ist nicht tot. Du wendest dich um und erblickst eine junge Frau neben dem Zelteingang, gekleidet in die Robe einer Gelehrten. Zumindest noch nicht. Er verbraucht all seine Energie, um den Wald zu bewahren. Das tötet ihn. Der Eremit bewegt sich nicht und doch tönt seine Stimme laut. All diese Karten sind gespielt. Ich habe noch eine Rolle zu spielen. Ich werde heute nicht sterben. Ich sag, dass das Kaiserreich hierher unterwegs ist. Die Frau nickt. Es ist zwar nur eine Frage der Zeit, bis sie uns wirklich finden würden. Der Eremit sitzt unbeweglich da, umgeben von seinem Winterwald. Okay, dann warten wir, bis das Kaiserreich kommt. Du richtest dich vor dem Zelt des Eremiten ein und wartest. General Willum und seine Magierjäger erscheinen am Morgen des vierten Tages des dritten Sommers. Er sieht dich und lächelt, ohne überrascht zu wirken. Ah, und wieder der Zivilist, der sich so gerne einmischt. Du wappnest dich gedanklich und ziehst deine Waffe. Wir sind zum Glück rechtzeitig gekommen. Aber gerade so. General Willum. Der General hat dunkle, verbotene Dinge gesehen. Die Magierjäger, die ihn begleiten, haben begonnen, ihn der Ketzerei zu verdächtigen. Generäle können einen Pfeilhagel herabregnen lassen, wenn sie in die Horn blasen. Nutze ausweichen, um nicht getroffen zu werden. Was willst du eigentlich, alter Mann? Oh, es hat mal der Eclipse erwischt. So, mit Heretas Zorn alle niedergestreckt. Dämliche Magierjäger. Sein Trupp liegt tot zu seinen Füßen. Sein federgeschmückter Helm ist blutbespritzt. Der verwundete General greift herausfordernd seine Schwerter fester. Lass die Magierin entscheiden, ob ich ihn töte oder nicht. Du senkst deine Waffe und General Willum schließt erleichtert die Augen.
Das Gesicht der Frau verzieht sich zu einer wütenden Grimasse und ihre Hände beginnen voller dunkler Energie zu glühen. Wenn ihr ihn nicht erledigt, werde ich es tun. Stopp, Willi. Du drehst dich um und siehst den Eremiten im Zelteingang stehen. Wir können es uns erlauben, Gnade walten zu lassen. Unsere Rollen hier sind vorbestimmt und wir müssen uns daran halten. Er blickt dir tief in die Augen. Wir haben noch mehr zu regeln. Und ihr und ich. Aber das kommt später. Geht hin und trefft die Schicksalsgötter. Die Frau senkt die Hände und blickt dich trotzig an. Jetzt sind wir sicher. Sei es auch nur für den Augenblick. Oh, ich krieg... Magiewerkstatt. Ist bereiter Priester. Heiliges Relikt. Heilerin. Kaiserliche Rüstung. Bild des Kaisers. Versenkte Klinge. Und göttlicher Schild. Und die Pfade des Schicksals. Und jetzt aber ganz, ganz viel freigeschaltet. Nämlich den Wasserfall der Jugend und die alte Frau. Das Unterseits und die der Magier. Oh, weil ich mal Eclipse gerettet habe, ist er jetzt stärker. Und die Goblinstadt. Ja, das war doch mal eine erfolgreiche erste Runde. Direkt in der ersten Runde geschafft. Eremit auf Gold. Das Rad. Okay, der Magier ist jetzt halt stark, ne? Der kann das Rad neu drehen, Fernkampfmagier überladen. Ich würde aber ehrlich gesagt jetzt gerne auch die anderen fertig machen. Also zum Beispiel, mit ihr kämpfe ich halt sehr gerne. Weil sie ist stark. Und dann würde ich jetzt der Bürgermeister von Fernwasser mitnehmen. Die alte Frau. Weltenwütender Wurm geht nicht. Alchemist, ja, weiß ich nicht. Brennendes Gebäude, weiß ich nicht, ob ich das machen will. Ich nehme mal die Heilerin mit. Ja, komm, ich nehme die Rückkehr zum... Den Goblin-Vorschuss nehme ich nochmal mit. Eine getrunkene Nacht. Ja, ich brauche halt diese Sachen, wo ich noch Zeug von kriege. So, Elm, Müllflatterer, Magiewerkstatt. Brennendes das Gebäude. Vielleicht schaffe ich es ja. So, Ausrüstung. Heretas Zorn auf jeden Fall wieder. Das ist eine tolle Waffe. Versenkte Klinge nehme ich mal mit. Den goldenen Schild. So. Göttliche Explosion hat noch was, heilige Läuterung hat noch was. Religiöse Gewänder, dann nehme ich die heilige Läuterung jetzt nicht mit, nehme dafür die Turnierrüstung mit. Oder ich lasse eins der Dinger hier. Ich lasse die Schlagstöcke hier und dann nehme ich noch den... Stimmt, ich brauche ja den heiligen Ring des Waldgeistes noch. Was ist den auch hier? Platin. Ah, ich kann nur eins mitnehmen. Okay, dann nehme ich das Ding mit. Und dann nehme ich noch das damit. Okay. Axt des Häuptlings, Banditen, Krimskrams. Nehme ich tatsächlich mal eine Lederrüstung mit? Das Schwert des Ritters. Hol mal ein bisschen. Achso, mehr kann ich nicht. Okay, dann muss das so passen. Frage ist, machen wir das Rad heute noch oder geben wir uns damit zufrieden, dass wir heute eine Sache komplett richtig geschafft haben und zwar gut geschafft haben? Was meinst du, Fisch? Welches Rad? Wir sind für heute fertig. Das Rad hier. Das Rad. Wir sind bei der Karte. Das Rad. Ist deine Entscheidung. Na komm, dann machen wir für heute Feierabend. Ich habe nämlich noch ein bisschen was vorzubereiten. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, wenn ihr das Ganze auf YouTube gesehen habt. Ansonsten im Stream macht euch noch einen schönen Sonntag.
Und beim nächsten Mal, wir haben jetzt noch 3, 6, 8 Stück vor uns. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.